in der Aufgabe steht, dass in den letzten Jahren die Farm beim alten Ahorn ungefähr 1000 Äpfel mehr als ihr Konkurrent die Farm der Obstgarten am Fluss angebaut hat. Wegen des kalten Winters ist die Ernte an den beiden Farmen um etwa ein Drittel kleiner ausgefallen. Die beiden Farmen haben aber diesen Mangel mit dem Einkauf der gleichen Menge von Äpfeln kompensiert. Wie viel Äpfel hat jetzt jede Farm? Haben beide Farmen die gleiche Menge von Äpfel oder hat eine Farm mehr als die andere? Und woher wisst ihr das? Lass uns einige Variablen einführen. Nehmen wir an, dass M die Apfelmenge von der Farm beim alten Ahorn gleich ist. Beim alten Ahorn. Und R ist gleich die Apfelmenge von der Farm der Obstgarten am Fluss. Der Obstgarten am Fluss. Also, im ersten Satz steht, ich markiere das mit der anderen Farbe, dass in den letzten Jahren die Farm beim alten Ahorn ungefähr 1000 Äpfel mehr als ihr Konkurrent die Farm der Obstgarten am Fluss angebaut hat. Also wir können sagen, dass M ungefähr R plus 1000 gleich ist. Wir sagen ungefähr, weil wir die exakte Menge nicht wissen. In der Aufgabe steht ungefähr 1000 Äpfel mehr. Also wir wissen nicht, wie viel das genau ist. Wir können sagen, dass die Farm beim alten Ahorn, die wir als M bezeichnet haben, ungefähr 1000 Äpfel mehr als die Farm der Obstgarten am Fluss hat. Das heißt, dass M normalerweise größer als R ist. In der Aufgabe steht auch, dass der Winter in diesem Jahr kalt war. In diesem Jahr ist die Ernte an den beiden Farmen um etwa ein Drittel kleiner ausgefallen. Das heißt, dass dieses Jahr kein gewöhnliches Jahr ist. Also, was wird in diesem Jahr passieren? In diesem Jahr ist jede von diesen beiden Variablen zu einem Drittel kleiner geworden. Wenn wir von x ein Drittel abziehen, erhalten wir zwei Drittel. Die Reduzierung zu einem Drittel ist das gleiche wie multiplizieren mit zwei Drittel. Wenn wir jede von den Variablen mit zwei Drittel multiplizieren, wird die Ungleichung immer noch gelten. Wir haben beide Seiten diese Ungleichung mit einer positiven Zahl multipliziert. Hätten wir beide Seiten mit einer negativen Zahl multipliziert, müssten wir das Zeichen umdrehen. Also, zwei Drittel m ist immer noch größer als 2 Drittel R. Wir können das auf dem Zahlenstrahl zeichnen. Lass uns das tun. Kann sein, dass für euch das Ganze schon anschaulich genug ist. Es schadet trotzdem nicht, das zu zeichnen. Hier haben wir 0. In einem gewöhnlichen Jahr hat M 1000 mehr als R. Also ein gewöhnliches Jahr von M ist hier und von R ist hier. Wenn wir 2 Drittel m nehmen, landen wir ungefähr hier. Ich schreibe das jetzt auf. 2 Drittel m. Und wo ist 2 Drittel r? Lass uns das hier schreiben. Ihr seht, dass 2 Drittel r kleiner als 2 Drittel m ist. Nochmal, 2 Drittel r ist kleiner als 2 Drittel m. Das heißt, 2 Drittel m ist größer als 2 Drittel r. Weiter in die Aufgabe steht, dass die beiden Farmen diesen Mangel mit dem Einkauf der gleichen Menge von Äpfeln kompensiert haben. Nehmen wir an, dass A die gleiche Apfelmenge ist, die die Farmen gekauft haben. Da die beiden Farmen die gleiche Menge gekauft haben, können wir A auf beiden Seiten diese Ungleichung addieren. Die Ungleichung ändert sich nicht, wenn man die gleiche Zahl auf beiden Seiten addiert oder subtrahiert. Wir können A auf beiden Seiten addieren und wir erhalten A plus 2 Drittel M ist größer als 2 Drittel R plus A. Das ist die Menge, die Farm beim alten Ahorn nach dem Einkauf hat und das ist die Menge von der Farm der Obstgarten am Fluss.
Also, nach allem, was gesagt und getan wurde, hat die Farm beim alten Ahorn immer noch mehr Äpfel. Ihr seht hier die Farm beim alten Ahorn in einem gewöhnlichen Jahr. In diesem Jahr hat sie bloß 2/3 von der Ernte. Die kauft dann Apfelmenge A. Das ist ungefähr so viel. Sie hat jetzt ihre übliche Apfelmenge. So viel Äpfel hat sie gekauft und jetzt ist sie zur Menge M zurückgekehrt. Wenn die Farm, der Obstgarten am Fluss, auch die Apfelmenge A gekauft hat, wird das genau der gleiche Abstand sein. Auf dem Zahlenstrahl ist das ungefähr hier. Also nochmal. Nein, ich mache das lieber ein bisschen anders, damit diese Werte sich nicht überlappen. Nehmen wir an, dass die Farm beim alten Ahorn die Apfelmenge A kauft und hier ankommt. Und die Farm, der Obstgarten am Fluss, kauft auch die Apfelmenge A. Wir fügen genau die gleiche Menge hinzu. Ich werde das einfach kopieren und einfügen. Die Farm, der Obstgarten am Fluss, kauft Apfelmenge A und erhält diese Menge im Jahr, in dem die Erträge zurückgegangen sind. Die Farmen haben aber Äpfel hinzugekauft und als Folge erhalten. 2/3 R plus A, das hat die Farm der Obstgarten am Fluss, und 2/3 M plus A, das hat die Farm beim alten Ahorn. Zum Schluss hat die Farm beim alten Ahorn doch mehr Äpfel.